Ja, ich habe gestern sämtliche Einkaufsläden leer geräumt. Unter anderem Action. Ja, ich zeige euch mal, was ich so gekauft habe. Es geht natürlich rund um den Adventskalender. Ich habe übrigens, also nicht, dass ihr jetzt irgendwie so ein Herzflattern kriegt, wenn ihr euch das anguckt. Ich war halt bei Action, ich habe Dinge gesucht, teilweise Dinge nicht gefunden. Dafür für x Freunde meines Freundeskreises, deren Kinder unterschiedlichen Alters. Also ich habe einfach mal für die ganze Welt eingekauft. Dementsprechend voll sind meine Tüten. Deswegen fangen wir auch direkt an. Aber fangen wir jetzt mal mit einem Teil an für mich. Und zwar hatte ich das letztes Jahr schon dieses Geschenkpapier. Das machte sich ganz gut in meiner Wohnzimmerdeko. Deswegen habe ich es wieder gekauft. Ja, man muss den Spaß ja auch verpacken. So, dann für den Adventskalender habe ich einmal hier. Ich glaube, das ist sogar von Teddy. Ein paar Sachen von Teddy sind noch mit reingerutscht. Gibt es aber auch bei Action für 1 € so eine Playmobil-Figur. Kommt immer super an. Und ich finde immer so 1 € pro Türchen oder auch 2 finde ich vollkommen in Ordnung. Ja, dann habe ich gefunden von Paw Patrol für 2 € so eine ja, Handtasche, wollte ich fast sagen. Ich nehme mal die Tüte hier weg. Aber apropos Tüte, ne? Schickes Design, oder? Ich muss sie nochmal umtauschen, fand ich so schick. Naja, auf jeden Fall hier zum Ausmalen so eine kleine Federtasche, genau. Hatte ich irgendwie letztens auch zum Geburtstag verschenkt. Fand ich mega süß. Dann machen wir was mit was Großem weiter. Hier gab es einfach mal einen Adventskalender für 5,95 € mit Badekugeln. Das ist tatsächlich für eine Freundin ihrer Tochter. Habe ich mitgebracht, habe ich gefunden und dachte mir, das passt wie Faust aufs Auge. Ja. Dann habe ich ein Päckchen Seifenblasen geholt. Sowas geht natürlich auch immer gut. Muss man natürlich darauf achten, packst du dies in den Adventskalender, dann musst du auch bei schlechtem Wetter raus. Weil in der Wohnung gibt es bei uns keine Seifenblasen. Die kann man natürlich aufteilen auf Türchen und so weiter. Ja, für mich habe ich natürlich auch noch Dinge mitgenommen. Hier so eine Intense Repair Maske. Die hatte ich schon öfter mal mit Keratin. Mag ich ganz gerne, kommt ganz gut an. Dann für ein Bastelprojekt. Ich weiß nicht mehr, ob das das Richtige ist. Ich wollte eigentlich dieses Abklebeband. Ich weiß nicht, warum es lila ist, aber ich habe es jetzt einfach mitgenommen. Das ist auch so meins, ne? Ich kaufe mir so wichtige Dinge im Leben. Sowas wie Goldfarbe. Die haben wir tatsächlich noch nicht. Also wir haben schon sämtliche Töne von den Farben und Gold, dachte ich mir jetzt zur Weihnachtszeit. Falls ich nochmal zum Basteln komme, muss Gold mit. Dann habe ich hier für meine Kerzen nochmal ein gescheites Winterfeuerzeug gekauft. Also ich weiß ja nicht, wer das auch hat, ne? Diese Feuerzeuge. Da zünde ich 3 Kerzen an, da sind die leer. Aber gut, dafür ist es jetzt hübsch, jedenfalls eins davon. Naja, dann habe ich noch eine Maske. Also ich weiß nicht, ob diese Haarmaske zu dieser Serie gehört. Plexcare. Ich weiß nicht, ob das jetzt von Olaplex ist, ob das so ein Fake ist. Das wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Sieht so aus. Also ist auch so ein bisschen im Olaplex-Style gemacht. Plexcare 3 Hair Mask. Ja, für Broken Hair, ne? Bin ich richtig gespannt. Vielleicht ist das ein guter Fake. Dann brauche ich mir kein Olaplex mehr holen, ne? Dann habe ich, fand ich auch ganz cool, ein schlüpfendes Dino-Ei. Wir waren ja letztens auf einer Dino-Party, brauchen wir noch ein Dino-Ei, ne? Ganz klare Nummer. Kam mir da klein richtig gut an. Irgendwie Dinos sind gerade cool, fragt mich nicht warum. Dann habe ich noch hier so eine Aktivkohle-Zahnpasta. Hatte ich noch nie. Wollte ich eigentlich auch nie kaufen, weil fand ich total sinnlos. Aber meine Zahnärztin bei der Zahnreinigung, hier, ihr seht, weiße Zähne, hatte mir das empfohlen. Sie nimmt das zusätzlich zu einer anderen. Allerdings hatte sie mir eine andere empfohlen. Ich wollte jetzt erstmal generell das Feeling abchecken. Ich war halt gerade bei Action. Sie hat mich angelächelt. Ihr wisst, wie es ist, ne? Manche Produkte stehen im Regal und die können sprechen. Die sagen einfach: Kauf mich. Ja, und dann muss man es tun. Also, ich weiß nicht, welche Frau das kennt, aber das ist manchmal so. Dann habe ich hier die Kleine. Das ist ja eher so zum Nikolaus oder so. Die nervt mich seit Wochen und Monaten, die brauchen noch mehr Hausschuhe. Also mein Kind braucht Hausschuhe für jeden Tag ungefähr einmal. Ja, bei uns sind aber auch alles Hausschuhe, was nicht gerade draußen Schuhe sind. Ne? Wir haben jetzt zum Beispiel auch so Sport, das sind Ballerina, so eine Schläppchen oder so. Sind eigentlich zum Sport gedacht, aber gut. Reichen mir aber auch als Hausschuhe. Naja, wie gesagt, ich fand die süß.
Ich habe da jetzt bei Action kaufe ich immer eine Nummer größer, also 28, 29 schon mal geholt, weil es ja doch relativ plüschig ist. Ich hoffe, sie passen. Ja, ist so. Kann man mal zum Nikolaus mitschenken. So, da wir schon beim Thema Füße sind, Kinder, habe ich ja nochmal zugeschlagen. Also für mich. Ach, es gab Weihnachtssocken, Kinder. Also, ne? Ich muss das ja auch mal irgendwann haben. Ich habe auch noch irgendwo so eine Weihnachtspuschen vom letzten Jahr, fiel mir auf. Ich hätte mir fast nämlich noch welche gekauft. Mit Stoppern unten dran. Ein absolutes Highlight für ein Winterposting für Instagram. Nein, auch für so. Ja, für die Kleine, die muss natürlich selbstverständlich auch drunter leiden. Habe ich auch zwei Paar mitgenommen. Also einmal, okay, das ist jetzt nicht so weihnachtlich, einfach Minimaus. Wir hatten nämlich eine Zeit lang jetzt gar keine Stoppersocken. Es war super schwer, welche zu finden, aber ich bei Action bin völlig ausgerastet. Ja, auf jeden Fall Minimaus. Und ja, leider war in ihrer Größe nur noch er hier da. Ich weiß nicht, ob es ein Weihnachtshase ist oder ob es ein Rentier sein soll. Die Augen, bin ich ja ganz ehrlich, da gehe ich davon aus, das wird nicht lange halten. Aber gut, das wird für ein Türchen noch in Ordnung gehen. Ist ja auch für mehr Spaß an der Freude, ne? So, ich greife noch mal ein bisschen mehr rein hier. Dann gibt es hier noch eine Paw Patrol Überraschungstüte. Da sind solche, ja, irgendwie hat mir das letztens schon mal, für die Stifte, ich weiß gar nicht, ob man das erkennen kann in der Kamera, solche Aufsätze drauf. Naja, wie gesagt, Paw Patrol, sprich Bände. Eigentlich muss auf der Verpackung überall nur Paw Patrol draufstehen, dann ist jedes Geschenk cool, sag ich euch, wie es ist aktuell. Hab für mich nochmal, das wollte ich eigentlich bei DM kaufen, ich natürlich wieder vergessen, ist ja immer so der Klassiker. Hier so eine Dentalbürstchen mitgenommen. Jo, kann man haben. Dann hatte ich hier noch was zum Malen. Fand ich irgendwie süß, so ein Einhorn mit so Glitzer und da sind irgendwie auch so Stifte und Pailletten bei. Eigentlich wollte ich das gar nicht mehr kaufen, weil ich wurde zwischendurch 87 Millionen Mal angerufen. Von daher habe ich es jetzt wohl einfach mitgenommen. Ja, sie wird sich freuen. Malen ist bei uns auch irgendwie ganz, ganz hoch im Kurs, seitdem sie in der Kita in so einer, ich glaube eher die Kreativgruppe ist, sag ich mal. Ich habe Bilder, Leute. Davon könnte ich irgendwie einen ganzen Regenwald pflanzen oder ein Haus mir zimmern. Ich weiß es auch nicht. Also kannst du nicht alles aufbewahren. Gut. Machen wir weiter im Text für den Adventskalender. Das ist auch so für Mädchen. Bei Action geht immer. Hier habe ich so ein Püppi-Bademantel gekauft. Ich glaube, das kostet 1,50 oder 1,90, wie auch immer. Aber so Puppenanziehsachen, Leute, die kosten mehr teilweise als die Sachen für das Kind. Also von daher geht das immer ganz gut. Denn ich denke mal, wenn das nicht lange hält, jetzt hat die Püppi auch einen Bademantel, der kann die auch mal mit in die Badewanne, ne? Ja. Achso, ich habe mir übrigens noch ein zweites Paar Socken gekauft, hier noch mit dem coolen Weihnachtsmann, ne? Rudolf und der Weihnachtsmann, den habe ich dann bald an. Gut, lassen wir das. Ja, dann gab es hier noch irgendwie so Dinos, wie gesagt, Dino-Trip irgendwie auch aktuell. Und man soll ja nicht mehr so genderorientiert erziehen, deswegen gebe mein Bestes mit diesem Dino. Schließlich hat mein Kind letztens erwähnt, sie hat kein Dino. Jetzt hat sie bald diesen wunderschönen Dino. Mhm. Es gibt so Spielzeuge, die will ich eigentlich nicht besitzen. Aber gut, man muss ja auch ans Kind denken, was sie mag. Jetzt habe ich einen Teil, ich weiß nicht, ob ich es hier schon zeigen kann. Ganz dünnes Eis für die Babyparty hatte ich selber damals gekauft. Okay, ich habe mehrere schwangere Freunde momentan. Freundinnen, meistens sind die Männer ja nicht. Ja, manche sind ja mitschwanger. Wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich hier solche, ja, wer ist es denn hier? Spucktücher. Und ich finde die nämlich richtig schick vom Design. Ich hasse ja nichts mehr als diese schrotthässlichen Spucktücher, weil die fliegen überall rum. Und wenn das so gar nicht in die Einrichtung passt, kriege ich immer Herzflattern, ne? So, machen wir weiter. Dann habe ich noch, für die Barbie gibt es dort auch immer für 99 Cent ein Outfit. Finde ich auch ganz cool. Ich glaube, diese pinken Schuhe haben wir schon 20-fach. Macht ja nichts. Aber das, finde ich, geht im Adventskalender auch immer ganz gut. Dann habe ich noch Color Bingo. Ich glaube, das hat auch 2 Euro gekostet. Ja, so ein Spiel finde ich auch immer nicht schlecht, ne? Das ist so mit so Tieren.
Haben wir mal was anderes, ne? Ihr wisst ja, wie es ist so, wenn man 47 Millionen Mal dasselbe Spiel spielt, hat man irgendwann keine Lust mehr, zumindest als Elternteil. Genau, spielen wir mal das. Dann. Machen wir hier mal weiter. Habe ich noch so ein Paper Tool zum Ausmalen gekauft. Da sind hinten so die Farben bei. Das ist, ne? Chase? Ich weiß es nicht. Einer der bekannten Paper Tool Hunde. Ja, denn es ist mir letztens aufgefallen, mein Kind hat kein Badespielzeug mehr. Ihr wisst ja, ich habe das Ding ja mal aufgeschnitten. Jetzt habe ich hier so eine, die fand ich ja wieder cool, so Einhörner, die man nicht auf, also die haben unten kein Loch, ne? Kommt also hoffentlich nichts rein und da kann sie dann immer mal mit einem Einhorn schwimmen gehen. Fand ich ganz niedlich. Kann man auch auf die Türen aufteilen. Dann nicht zu vergessen, wer auch ganz hoch im Trend ist, ne? Anna und Elsa. Die beiden wunderbaren Prinzessinnen habe ich hier so einen Becher mal geholt. Das ist ja auch für Kinder immer cool, wenn da ein Strohhalm drin ist. Strohhalme darf man ja auch nicht mehr kaufen. Also von daher gibt es ja jetzt diese ultimativen Flaschen. Mal gucken, wie lange das hält und wie dicht das Ding ist. Aber gut, wie gesagt, Anna und Elsa haben es rausgerissen. Wo wir schon beim Thema sind, Anna und Elsa, habe ich hier noch ein Puzzle-Radiergummi. Ja. Da zählt dann auch wieder die Verpackung, hat glaube ich auch 99 Cent gekostet, meine Güte. Davon habe ich noch ein paar mehr mitgenommen, wie gesagt, für Freunde und Freunde. Genau. Dann habe ich für das Kind bei Action noch zwei Strumpfhosen gekauft. Also Strumpfhosenmangel haben wir aktuell ganz, ganz stark. Zumal halt auch die Dinger, ich weiß nicht, bei uns dann. Werden die so dünn, dann passen die nicht mehr. Denn egal welche Größe du kaufst, sie passen nicht. Ich weiß nicht, also bei Strumpfhosen ist das Kinderprodukt. Was, da kannst du dich niemals auf die Größe verlassen. Also heute hat sie eine an in Größe 86. Dann haben wir eine in Größe 110, die ist zu klein. Also da weiß ich nicht. Da in der Strumpfhosenfabrik, da muss irgendwie was verändert werden. Auf jeden Fall, ich fand die schlicht und einfach in Ordnung. Genau, ich von die Babyparty für eine der Babypartys und geborenen Babys diese Socken schon mal mitgenommen. Ja, dann gab es hier noch ein paar. Das ist tatsächlich von Teddy. Wie gesagt, ich hatte noch drei, vier Produkte von Teddy gekauft. Diese Dinos dazu. Das sind auch Radiergummi für 1 €. Fand ich ganz süß. Kann man auch mit reinschmeißen. Dann, oh nein, ich habe es schon zerstört. Hier ein Horse. Auch noch mal was aus dem Wasser wächst. Das muss ich irgendwie vorsichtig beiseite packen. Oh Gott, Kinder. Müssen wir mal die Tüte holen. Oh, eine Sache, die fand ich auch richtig cool. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber die Kleine wünscht sich seit 100 Jahren eine Uhr. Und hier ist einfach eine Uhr mit bei gewesen. Ich glaube, es hat 3 € gekostet oder so mit diesem wundervoll hässlichen Portemonnaie dazu. Aber gut, sie hat eine Uhr, also das wird das Highlight. Dann, was auch ein Weihnachtswunsch tatsächlich war, dieses Produkt habe ich zufällig gefunden. Das hat ein anderes Kind auf dem Kindergeburtstag bekommen und mein Kind wollte es unbedingt haben. Seit diesem Kindergeburtstag jeden Tag einmal, Mama, mein größter Wunsch zu Weihnachten ist Schleim. Das soll das Schrottigste vom Schrottigen sein, also kauft es bloß nicht nach. Also wie ich gehört habe, ist das ungefähr nach 2 Tagen schwarz gewesen und super ekelhaft. Aber ich kam da nicht gegen an. Das Kind wollte genau diesen Schleim mit diesem Einhornpferd da oben drin. Aber gut, ich habe es gekauft, ich bin ja eine gute Mama, ne? Ja, denn war hier noch, gut, was habe ich denn da gekauft? Irgend so ein Playmobil-Set, ehrlich gesagt, weiß nicht, wer mir das aufs Kassenband gelegt hat. Aber gut, wahrscheinlich, weil eine Prinzessin drauf war, haben wir jetzt eine Playmobil-Prinzessin. Dann habe ich noch bei Teddy die Batterien mitgenommen, ne? Meine Lichterketten verschlingen davon einige am Tag. So, ich nehme mir mal hier noch ein paar Sachen in die Hand. Dann Sticker gehen ja auch immer, Paw Patrol und so weiter, wisst ihr. Dann ist Schminken aktueller Hype. Also gibt es noch ein Labello für Kinder. Also der war auch explizit für Kinder, das war mir auch wichtig.
Dann habe ich ja mir irgendwie Glitterstifte angetan. Also ich werde mich dafür hassen, das weiß ich jetzt schon. Also das ist eigentlich das Dümmste, was du als Mutter tun kannst. Das ist quasi so wie Selbstverletzen. Wenn du sowas kaufst, dann weißt du ganz genau, das ist nicht gut. Ja, weiß nicht. Das war das erste Produkt, was ich gefunden hatte, weil ich dachte, ich werde bestimmt nichts finden. Ja, wie es denn manchmal so ist. Ja, dann habe ich für die Kleine hier noch ein Doppelpack Handschuhe mitgenommen, weil die passen irgendwie nicht mehr. Keine Ahnung, war einfach so. Genau, dann noch ein Produkt von Teddy. Oh, das ist mir hier ein bisschen aufgegangen. Aber ich glaube, das kennt auch jeder. Weiß nicht, ob wir das jetzt im Adventskalender behalten. Sag mal, was ist hier mit der Belichtung bloß los? Es ist ein Einhorn. Hallo, Fokus. Ciao. Kann man das jetzt erkennen? Es ist so ein Einhornwaschlappen, der, ach da so, der beim Baden aufgeht. Ja, wie gesagt, kann man immer mal haben. Und diese Joghurt-Quetschis vertragen wir nicht ganz so gut, aber mal als Ausnahme geht das. Deswegen haben wir davon auch noch mal welche mitgenommen, weil ich weiß, dass sie die gerne mag. Und die kann man halt auch so tief frieren als so Frozen-Joghurt für Kinder. Absoluter Hit. Ja. Und dann? Ja. Zwei Dinge habe ich noch. Einmal noch so ein Paw Patrol-Überraschungsding. Und dieses Teil ist tatsächlich auch noch von Teddy, eins von den 5 Produkten. Aber fand ich auch cool, hier noch so ein Paw Patrol Radiergummi. Also radieren können wir jetzt ohne Ende, brauchten wir aber tatsächlich auch. Weil ich hatte letztens den Struggle, ich habe ein Bild falsch ausgemalt. Also ich habe die falsche Form gewählt, ich habe die falsche Farbe gewählt, es war alles falsch und ich habe kein Radiergummi gefunden. Und das möchte ich nicht noch einmal erleben. Und jetzt haben wir hier Sky, wisst ihr Bescheid, ne? Leben wieder gerettet. So. Ich würde mal behaupten, das war's, ne? Ach, nee, stopp, eine Sache habe ich vergessen. Selbstredend gab es hier noch einen Paw Patrol-Anzug, aber tatsächlich ist der nicht für uns gedacht. Ja, habe ich aber auch noch mitgenommen. Hatte ich zuerst überlegt für die Kleine, aber wir haben eigentlich schon so viele, sie wird es auch mega feiern. Deswegen, ich muss die Sachen jetzt schnell verstecken, die für den Kalender sind. Jetzt habt ihr schon mal groben Eindruck, was bei uns alles so die Türchen wandert. Wenn ihr möchtet, dass ich noch ein Adventskalender-Video drehe, dann ja, schreibt es mir gerne. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Verlinke euch hier meine letzten beiden Videos. Hier unten könnt ihr mich sehr gerne abonnieren. Da würde ich mich riesig freuen. Und dann sehen wir uns bald wieder.